Hallo Leute, ich bin Ultimate Spindash und wir werfen heute einen Blick auf den verspielten Feuerteufel, Neja. Neja ist der zweite China-Warframe, der nach seiner Exklusivitätsperiode zu uns kommt. Seine Sets lassen einen denken, er sei ein etwas besser gepanzerter Luki. Tatsächlich ist dieser Warframe aber sehr widerstandsfähig und ein guter Allrounder mit Heilung, Massenkontrolle, Schaden und Beweglichkeit. Nejas Blaupause erhaltet ihr im Markt für 100.000 Credits, seine Teile erhaltet ihr für den Abschluss von Einsatzmissionen oder im Handelschat von anderen Spielern. Alternativ bekommt ihr Neja samt Slot und Reaktor für 275 Platin, aber der Handelschat sollte billiger sein. Nejas erste Fähigkeit, Feuerläufer, lässt den Boden unter euren Füßen brennen und erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit. Feinde erhalten mit hoher Wahrscheinlichkeit den Feuerstatuseffekt, während Verbündete negative Statuseffekte verlieren, wenn sie die Flammen berühren. Seine zweite Fähigkeit, Flammendes Chakra, lässt Neja den Ring auf seinen Rücken werfen, welcher Feinde verbrennt. Brennende Pfeile senden einen Heilpuls aus, wenn sie getötet werden. Wird die Fähigkeit erneut ausgelöst, während der Ring unterwegs ist, werdet ihr zu ihm teleportiert. Seine dritte Fähigkeit, abwehrender Halo, erzeugt einen Feuerring um euch herum, der wie Eisenhaut zunächst Schaden absorbiert und euch danach vor Schaden und Statuseffekten schützt. Wie Eisenhaut und Schneekugel profitiert der Halo auch von Panzerung. Zusätzlich schadet er Feinden, die euch zu nahe kommen. Neja's vierte Fähigkeit, Rhino-Stampfer, heilige Speere, schießt Feinde auf Energiespeere. Wenn die Fähigkeit erneut ausgelöst wird oder ausläuft, werden überlebende Feinde für zusätzlichen Schaden auf den Boden geschleudert. Berührt ihr aufgespießte Feinde, während abwehrender Halo aktiv ist, erleiden sie davon zusätzlichen Schaden. Neja hat außerdem eine geringere Bodenhaftung und kann daher weiter sliden. Mein erster Bild ist ein Allrounder, bestehend aus Stahlfaser, Kontinuität, Fluss, Ausdehnung, Vitalität, blinde Wut, Stromlinie und Wut. Letztere könnt ihr aber auch austauschen, da ihr die meiste Zeit abwehrender Halo aktiv haben werdet. Mögliche Alternativen wären gepanzerte Beweglichkeit oder Naturtalent. Mein zweiter Bild spezialisiert sich auf Massenkontrolle und tauscht blinde Wut gegen Verstärken und Wut gegen Überdehnt. Dies erhöht den Radius von heilige Speere auf 44 Meter und die Dauer auf 18 Sekunden. Neja ist ein guter Allrounder, der gut der Sohn von Ember und Loki sein könnte, der viel Zeit mit Onkel Rhino und Onkel Oberon verbracht hat. Obwohl er nicht sehr kompliziert ist, könnte er für neue Spieler schwer zu bekommen sein, da Einsatzmissionen oft ein großes Arsenal voraussetzen.